Hallo, also das ist Lena und das ist Anastasius und ich bin Sophia und wir präsentieren euch heute unser Endprojekt, das an diesem Wochenende entstanden ist. Es nennt sich Daily Dose of Bildung und der Grund, warum wir dies entwickelt haben, setzt sich aus dem zusammen, dass zum Beispiel wir Menschen nicht immer so davon überzeugt sind, in Museen zu gehen und unser Hintergrundwissen über verschiedene Fakten zu erweitern und vor allem auch, weil sich Jugendliche jetzt nicht immer in Museen gehen wollen, sondern eher lieber so Minecraft oder Tutorials auf YouTube anschauen wollen. Unser Endprodukt ist deshalb eine Website, die kleine Fakten und Zitate über Mathematik, Geschichte und Kunst enthält. Diese befinden sich über der Suchzeile, was man gerade nicht sieht, aber das kommt später noch. Man kann seine Themen, die man mag, auch in verschiedenen Kategorien auswählen und dann werden die meisten Zitate und Fakten dann über dieses Thema sein. Okay, also dadurch, dass wir eine Webpage gebaut haben, brauchten wir HTML, also auch CSS im Frontend. Und dadurch, dass wir im Backend MariaDB hatten, mussten wir beides nochmal verbinden. Und genau das haben wir mit PHP gemacht. Ich glaube, es wäre irgendwie schlauer, wenn ich euch kurz zeigen könnte, was wir gebaut haben. Okay, sehr schön. Also ihr seht dort unser Zitat, ein Autor, alias mich, und eine kleine Searchbar, die einfach zu Dr. Go zeigt. Ja. Vielleicht sollten wir noch klären, was man vielleicht noch verbessern könnte. Denn offensichtlich, wie viele Stunden waren das? 15 oder so? Also natürlich gab es nicht so viel Zeit. Und eben aus dem Grund haben wir begonnen, die Zitate zu personalisieren durch Tags. Weswegen ich in naher Zukunft eben das nochmal implementieren würde. Ja, das ist es. Vielen, vielen Dank an alle MentorInnen und Zuschauende. Danke. Großer Applaus für euch. Nehmt den Laptop bitte mit, kommt nochmal zu mir, dann kann die nächste Gruppe aufbauen. Komm du doch gleich schon mal zu mir, dann kann ich dir... Hier, zu mir. Platz für die nächste Gruppe. Wir haben ja keine Zeit. Ich habe noch eine Frage, warum ihr euch eine tägliche Dose Bildung ausgedacht habt als Projekt. Habt ihr das Gefühl, euch fehlt so ein bisschen... Die tägliche Bildung, oder? Ich habe halt eine App gefunden im Internet, die genau das macht, aber A, wird die von Werbung unterstützt, alias ich verkaufe meine Daten, das ist nicht gut. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schön, eine Open-Source-Alternative zu haben, weswegen wir uns dafür entschieden haben. Was habt ihr gelernt, irgendeine Programmiersprache oder irgendeine Methode, die ihr vorher nicht benutzt habt, jemand von euch, irgendwas Neues dazu gelernt diesmal? Also wir haben gelernt, wie man mit PHP und Git und alles umgeht. Ja. Genau, also die Programmiersprachen, die wir vorher eben noch nicht gekannt haben, sind wir hier näher gekommen. Und den ganzen Aufbau, wie was funktioniert, wie man Apps programmiert, das haben wir hier auch gelernt. Respekt für das, was ihr auf die Beine gestellt habt, in 15 Stunden gerade mal. Nicht schlecht. Vielen Dank euch. Applaus für euch.